Hallo, ich bin Nicola Schmidt und ich habe ein neues Buch geschrieben zum Thema Artgerecht durch den Familienalltag. Warum? Schon wieder? Das ist mein 11. Buch. Und die Antwort lautet, dass viele Menschen mir zurückgespiegelt haben, dass am Ende der Bücher immer noch so viele Fragen übrig sind. Und bei meinen Vorträgen während der Corona-Zeit habe ich alle diese Fragen gesammelt und habe geschaut, was wären die Antworten dafür? Und ich habe mich entschlossen, erstmalig in einem Buch auch die Dinge reinzuschreiben, die ich sonst nur auf Vorträgen erzähle. Nämlich, dass die Frage, wie wir morgens um 7:30 einen Zweijährigen sicher durch die Tür kriegen, auch viel damit zu tun hat, wie denken wir eigentlich über Zeit? Wie ist eigentlich unser Alltag strukturiert? Und was davon haben wir in der Hand? Und was davon können wir tatsächlich nicht ändern? Deswegen ist Artgerecht durch den Familienalltag natürlich ein Fragenbuch, aber es ist noch viel mehr ein Buch für die großen Fragen. Wie wollen wir leben? Was ist unser Artgerecht? Was macht uns glücklich? Das Buch ist für alle Eltern von 0 bis Schulkindalter, die sich diese Fragen immer wieder stellen, die sich darüber informieren wollen, wie kriegt man ein Kind eigentlich dazu, im Haushalt zu helfen, Hausaufgaben zu machen? Wie begleitet man die Trotzphase der Kleinkinder, die Autonomiephase, aber auch, was bedeutet es eigentlich für die Kinder, so zu leben, wie wir heute leben? Und wie können wir gut für uns sorgen? Auch in Sondersituationen wie Patchwork-Familie oder alleinerziehend. Ich wünsche allen ganz viel Spaß mit dem Buch. Und es geht wie immer, wenn es Ihnen gefällt, sagen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht gefällt, sagen Sie es mir. Meine E-Mail-Adresse finden Sie wie immer hinten im Buch.